Hallo, wie kann die JMD uns weiterhelfen? Ja, aufenthaltsrechtliche Fragen sind wichtig, dass ihr die beantwortet kriegt. Mhm. Rechtliche Fragen, finanzielle Fragen, dann Fragen, alle Fragen, die mit Sprache zu tun haben. Dann könnt ihr bei uns in Gruppenangebote kommen. Und dann natürlich Beratung, Beratung, Beratung. Ne? Ein Prozess, der über Monate, teilweise Jahre geht, bis eine Integration erfolgt ist. Ich habe drei Jungs, eine 12, einen 12-jährigen Jungen, einen Sohn, einen 5 und einen 3-jährigen Sohn. Ja, am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, weil was Behörden angeht, weil mit dem Aufenthaltsstatus, mit dem Kindergeld, da mein Lebenspartner damals keinen Aufenthaltstitel hatte. Und ja, die Schwierigkeiten war einfach, einen Aufenthaltsstatus für meine Kinder zu bekommen. Die Behörden haben sich natürlich alles haben da verlangt, dass ich einen Reisepass für meine Kinder aus meinem Heimatland besorge, was nicht einfach ist. Ja, das waren einfach die Schwierigkeiten, was ich hatte für meine Kinder. Also Bjuma hat ja mit ihrem Lebensgefährten zusammen zwei Kinder, die sind in Deutschland geboren und die haben keine Aufenthaltserlaubnis, sondern erst eine Fiktionsbescheinigung zur Geburt bekommen. Fiktionsbescheinigung bekommt man, wenn keine Pässe vorliegen. Die Pässe konnten die Kinder nicht bekommen, weil die Eltern Unterlagen vorlegen müssen und es fehlte die Geburtsurkunde des Vaters. Der Vater ist in Angola geboren, das heißt, er musste aus Angola eine Geburtsurkunde beschaffen. Das hat er auch mehrfach gemacht, aber die angolanische Botschaft, die ändert ständig die Richtlinien und hat dann die Geburtsurkunden immer nicht anerkannt. Schließlich musste er nach Angola fahren, um dort eine Geburtsurkunde zu beschaffen. Ich heiße Basil Cabo. Wir sind aufmerksam geworden durch Bekannte von mir. Dann habe ich Kontakt mit Frau Kitsche aufgenommen. Und dann sie hat mir dabei geholfen, Bewerbung zu schreiben. Weil damals habe ich meinen Realschulabschluss abgeschlossen und dann war ich auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Da habe ich dann einen Ausbildungsplatz auch gefunden, als Gebäudereiniger. Und war ich auch 7 Monate beschäftigt. Nach 7 Monaten, weil ich Duldung hatte, hat die Ausländerbehörde mir gesagt, entweder musst du deinen Pass aus Syrien besorgen oder wir schieben dich ab. Und da konnte ich ja leider nicht. Dann haben die diese Arbeitserlaubnis weggestrichen. Und dann durfte ich nicht mehr meine Ausbildung weiter üben. Und einmal hat er Duldung, kann nicht Konto öffnen, kann nicht ein Handy mit Vertrag machen, kann nicht Arbeitserlaubnis, nur schlafen zu Hause bleiben. Und auch er darf nicht vom Niedersachsen, zum Beispiel wohnen jetzt in Niedersachsen, darf nicht nach anderer Stadt gehen, zum Beispiel nach Hamburg oder nach Frankfurt oder nach München. Das ist nur wie ein Gefängnis. Lala ist relativ schnell als Flüchtling anerkannt worden, weil er mit seinen Dokumenten hierher gekommen ist, hatte alle Möglichkeiten, hier sich zu integrieren, beruflich und auch sprachlich. Sakria hat es sehr viel schwerer. Durch die Fluchtsituation hat er keine Dokumente vorzuweisen und ist deswegen noch in einer Duldung. Aber wir sind relativ auf einem guten Weg und wir lassen auch hier niemanden im Regen stehen. Ich habe Politics studiert und auch mit 3 Jahren Information Technology Diploma. Wenn ein Mann, das heißt Professional, das ist sehr schwer vor, weil ein Mann hat diese 16 Jahre studiert, wann er bekommt die Duldung und er macht gar nicht, das ist dann der Libanese bekommt schwer vor die Leben. Ein Mann, wann er hat studiert und er hat viel Diplomas, und das ist ein bisschen schwer vor dem Mann. Gibt hier in Hannover eine Caritas, auch eine Frau, sie heißt Frau Schaß-Rosa und sie arbeitet in Caritas und hilft die Leute, alles Leute, kommen aus Afghanistan, vom Edenland, kommen aus Irak oder kommen aus Türkei oder kommen aus arabischer Land, denn sie macht Hilfe um alles.
Wenn ein Mann hat da mit Behördeproblem, sie helfen. Wenn ein Mann hat da mit Wohnungsproblem, sie helfen. Wenn ein Mann hat da mit Computerproblem, sie helfen. Wenn ein Mann hat da Problem mit Briefschreiben, sie helfen. Über alles. Regina hat uns unterstützt, soweit sie sie kann. Sie hat für mich die Behörden angeschrieben, die Botschaft in Angola, die deutsche Botschaft in Angola angeschrieben. Wir haben die Botschaft, die angolanische Botschaft in Berlin angeschrieben, die Situation geläutert und gefragt, ob wie sie uns nicht helfen kann, inwieweit sie uns unterstützen kann. Hat, ja, also sie hat wirklich mit Hand und Fuß alles getan, alles bewegen, versucht zu bewegen, was nur zu bewegen ist. Ja. Regina hat mir geholfen, also wie gesagt, Ausbildungsplätze zu finden und also Unterstützung in alle Lagen, auf jeden Fall wegen Aufenthalt und was man so alles machen kann, um einen Aufenthalt zu bekommen, also alle Möglichkeiten so zu erledigen. Ihre Arbeit auch. Wann sagen Sie, wir können auch nicht weiterhelfen? Also wir können nicht weiterhelfen, zum Beispiel an der Stelle, wenn eine Abschiebung droht. Da gibt es eine Möglichkeit, noch einen letzten Schritt zu machen, mit der Härtefallkommission zu arbeiten. Aber in allen rechtlichen Fragen, wenn es ganz eng wird, können wir da nicht mehr helfen. Da sind unsere Grenzen. Wir arbeiten grundsätzlich natürlich an der Stelle, wo der Aufenthalt gesichert ist. Jetzt, ich mache auch eine Ausbildung und weil vorher habe ich einen Test vom B1, das Deutschlernen. Dann, wenn das jetzt passt, dann kann ich auch eine Ausbildung anfangen. Habe ich die Tests schon fertig gemacht, aber wir warten auf Antwort. Und ich habe 6 Monate Computerkurs gehabt in Osnabrück, Bramsche. Das Computerkurs. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr dankbar, dass die mir sehr geholfen haben. Ohne die wäre ich jetzt, sagen wir so, nicht mit meiner Ausbildung fertig und nicht weitergekommen. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts geschenkt bekommen. Das ist für mich das Wichtigste. Ich habe mir das alles erarbeitet. Und ich weiß, wenn ich meine Aufenthaltstitel angucke oder wenn ich meine deutsche Staatsbürgerschaft in der Zukunft mir angucken werde, weil ich sage, ich habe mir das erarbeitet. Es gibt einen, man ist stolz auf sich. Ich bin stolz auf mich.